Im Moment dominiert in Deutschland noch die Delta-Variante. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis Omikron übernimmt. Wir rechnen damit, dass sich die Situation dadurch für alle noch einmal sehr deutlich verschärft. Das gilt auch für die Geimpften. Omikron ist noch ansteckender als Delta und wird zu noch mehr Fällen führen. Aber darauf können wir uns vorbereiten. Wir müssen Kontaktbeschränkungen und andere Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung noch weiter intensivieren und gleichzeitig noch schneller impfen. Und zwar Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfen. Erstens, um zu verhindern, dass sich Omikron wirklich explosionsartig verbreitet. Zweitens, um Kliniken zu entlasten und einen Puffer zu schaffen, damit wir so gut wie möglich durch die nächsten Wochen und Monate kommen.